Meine Damen und Herren, ich versprach Ihnen vorher ein weiteres Bild, weil es nicht ein nur historisches Bild ist, sondern es sich handelt um ein Bild aus der Bibel, also inspiriertes Bild vom Spiritus Sanctus, vom Heiligen Geist, wie man dann sagt. Das Wort inspiriert kommt doch auch von dort. Ein inspiriertes Bild vom Heiligen Geist, im Hebräischen Ruach HaKodesh, gleiche Wort, von dort her, dann können wir es benutzen, eben weil es ein Bild ist, welches dort lebt und hier erscheint. Vielleicht sogar, ich möchte mich nicht in Hypothesen begeben, vielleicht sogar permanent erscheint. Immer da ist. Dieses Bild erzählt von einem Weg, so wie der Weg des Fließens der Zeit, aber auch von einem Weg, wo es eine Ruhe gibt, wo das Fließen der Zeit aufhört. Man könnte sagen, dann wäre der Fisch oder wären die Fische aus dem Wasser herausgefangen. Dieser Weg ist ein Weg, den wir in der Bibel kennen, beschrieben in den Büchern Mose, wie im zweiten Buch Mose anfängt, der Weg durch die Wüste. Man denkt dann, wenn man nur historisch sieht, es ist eine Wüstenwanderung. Und scheide gleich, also trennt alles weg, was man nicht verstehen kann. Die Zahlen, die das Geschehen dort, man denkt, das sei dann so Übertreibung, Fantasie, exotische, orientalische Übertreibung, sind wir sehr schnell mit ihnen fertig. Aber wenn wir den Weg sehen, also den Weg des Menschen, nach der Erlösung von Passa in Ägypten, ich möchte nicht, dass Passa aus dem Alten Testament gegenüber dem Passa aus den Neuen stellen, das eine mehr, das andere weniger. Beide sind sie aus dem großen Ganzen des Wortes der Heiligen Schrift. Und Gott hat nicht Momente, wo er gut bei Laune ist oder stark weitergibt und andere Momente, wo es nicht kann. Gott ist etwas ganz anderes, wo es nicht, von dem ich sprechen kann, unnennbar, aber doch sehr intim in uns und wir in ihm. Also dieser Weg findet statt nach der Erlösung aus Ägypten und Ägypten wird im Hebräischen gesehen, wenn wir das Wort Ägypten Mitzrayim übersetzen, etymologisch übersetzen, dann bedeutet es das Leiden durch das Leben in der Alternative. Sobald wir im Flusse sind, kommt eine Alternative, meldet sich. Wir leiden, weil wir spüren, es ist nicht alles, was wir haben hier. Die andere Seite, ich komme nicht hin. Ich muss das als Konkrete nennen, das andere kenne ich nicht. Ich weiß eben nicht bewusst, ich weiß von dem nichts. Das Erlöstwerden aus Ägypten findet statt, weil gerade Gott sagt, jetzt habe ich euer Seufzen und Stöhnen gehört. Es bedeutet, ihr sehnt euch so nach mir, dass ich antworten werde. Ich spüre, ihr sucht eine Beziehung. Nicht, dass ihr selber etwas machen wollt. Ihr wollt euch selber erlösen. Das selber erzwingen, dass da Ausdruck stattfindet. Das ist identisch mit verloren gehen. Ich spüre, ihr seht ein, es ist die andere Seite des Lebens. Ihr wendet euch zu mir. Und dann komme ich und ich zieh euch hinaus. Dann fängt ein Weg an. Ein Weg des Lebens. Dieser Weg hat
wie das gezählt werden kann auch, hat 42 Stationen. Von der ersten bis zur letzten, wo man an der Grenze vom gelobten Land ist, gibt es 42 Orte, wo man ruht. Jeder von euch, hoffe ich, denkt dabei auch an die 42 Generationen, wie Matthäus sie zählt, von Abraham bis Jesu. Merkwürdig würde man sagen, genau das Gleiche. Aber natürlich das Gleiche. Im Heiligen gibt es keinen Zufall. Im Heiligen ist Gottes Prägung da. Auch diese 42 Stationen werden durch die Überlieferung eingeteilt in 3x14. Und 14 ist merkwürdigerweise im Hebräischen die Bedeutung des Wortes David. Der Stern, von dem man spricht, der in Bethlehem, über Bethlehem stehen bleibt, dieser Stern hat im Hebräischen den Wert auch von 42. Zufall kann man sagen. Ich sage, nein, ich staune, wie gewaltig die Schöpfung ist. Ich staune, wie großartig das Leben ist. Diese 42 Stationen haben nicht nur, dass man sagt, dann ruht man, sondern dort jedes Mal, wenn geruht wird, wird das Haus, die Wohnung Gottes, dieses Zelt, wovon das, wo im zweiten Buch Mose beschrieben wird, wie es konstruiert ist, dieses Zelt wird aufgebaut. Dann, wenn das Zelt aufgebaut ist, wo Gott wohnt, mit verschiedenen Teilen dort in dieser Wohnung, wovon ich jetzt nicht weiter reden kann, das würde wieder zu weit führen. Dort, wenn das Zelt aufgebaut ist und die Bundeslade dort steht, mit den beiden Cherubim auf dem Deckel, das bedeutet Bundeslade, Verbindung, Bund zwischen Himmel und Erde. Verbindung zwischen dem Bewussten und dem Nichtbewussten. Verbindung zwischen den beiden Äußersten des Paradoxes. So sollten wir spüren in uns, nicht außerhalb von uns projizieren in eine Vergangenheit nur, sondern in uns, damit es auch in der Vergangenheit lebt und einmalig lebt und permanent lebt. Dort, so erzählt im Judentum die Überlieferung, dort spricht Gott zu Mose, zu Aaron. Es bedeutet, dort ist Gott sozusagen hörbar, vernehmbar. Wenn aber Gott in seiner Wolke voranzieht, damit das ganze Lager aufbricht und wegzieht, an diesem Moment, wo die Wolke zieht, wird das Haus, diese Wohnung abgerissen, auseinandergenommen und sie wird von den Levi-Söhnen getragen. Jeder trägt etwas von der Wohnung. Der eine ein Brett, der andere ein Teppich, der dritte einen Nagel oder einen Haken. Jeder trägt etwas. Unvorstellbar im Bild hier. Man kann sich natürlich das Bild erzwingen, dass man sagt, so war es dann. Gut, wir hören im vierten Buch Mose, es gibt 22.000 Söhne von Levi. Sie werden gezählt. 22.000. Es gibt im hebräischen Alphabet, der Sprache der Bibel im Alten Testament, gibt es 22 Zeichen, Buchstaben. Das Wort wird mit Hilfe von 22 Zeichen artikuliert es sich. Zeichen, sie zeigen sich. Sie heißen in Hebräisch noch Zeichen, nicht Buchstaben, sondern auch, wie man es im Deutschen sagen könnte, Zeichen. Merkwürdig wieder, 22 Zeichen bis heute, 22 mal 1000 Levi-Söhne,
die die Wohnung in sich tragen, bei sich tragen, mit sich tragen. Und dann bedeutet, dann spricht Gott nicht mehr, denn er spricht nur von zwischen den Cherubim. Die Wolke ist Lager zwischen den Cherubim. Die Wolke Gottes. Wolke bedeutet nicht fest geformt wie ein Bild, starr, auch nicht unsichtbar, sondern an der Grenze, dort wo die Form einer Wolke ganz frei ist. Sie kann mal so sein, mal so sein. Mal kugelrund, mal elliptisch, mal Form eines Kopfes, Form eines Berges. Jede Form kann eine Wolke annehmen. Nicht starr. Denken wir an das Erlebnis von Damaskus, wo der Saulus dann erblindet. Sie kennen wohl die Geschichte, hoffe ich. Und dann er in Damaskus geheilt werden kann von einem Menschen mit dem Namen Ananias. Ananias ist aber ein hebräisches Wort. Das S ist ein griechisches hinzugefügt. Anania bedeutet die Wolke des Herrn. Saulus, der das starre Gesetz sieht und nur Gesetz sieht, das fließende Zeit, Kausalität, man kann alles beweisen, sollte beweisen können und dann zwingen, aggressiv werden, wie jeder Mensch im Gesetz aggressiv wird. Anania, die Wolke des Herrn, dort wird er geheilt. Sieht er. Ganz andere sieht er jetzt. Eine Einsicht hat er jetzt, die ganz anders ist. Jetzt spürt er, was Liebe, was Glauben ist, was Befreiung, Erlösung ist. Diese Wolke, aus dieser Wolke spricht Gott. Und Gott ist also nur da, wenn das, die Wohnung steht. Er ist da, aber er spricht nicht. Auf dem Wege sagt man, die Wohnung ist auch bei den Menschen, bei Levi drinnen. Levi bedeutet geleiten, was uns geleitet und begleitet, uns führt durch den Weg des Lebens. Dort ist die Wohnung da. Nur wenn der Weg stillsteht, dann gibt es das Wort, das gehört wird. Mit anderen Worten, wenn wir leben in fließender Zeit, können wir nicht sagen, im Bewussten möchte ich jetzt das und das erfahren. Es bedeutet, ich kann es aus dem Nichtbewussten erfahren, denn das Nichtbewusste fließt nicht in der Zeit. Dort ist Ruhe. Dort ist das Entgegengesetzte vom Fließen, das Stillstehen. In der heutigen Zeit ist es Mode geworden, das indische oder japanische Meditieren zu üben. Man glaubt, durch Leistung des Meditierens könnte man etwas erfahren. Vielleicht, ich weiß nicht. Aber Ruhen bedeutet nicht, ich setze mich hin und meditiere, sondern in meinem Nichtbewussten ruht es schon. Dort ist schon bei mir Gottes Gleichnis, Gottes Bild da. Dort ist der Mensch erst vollkommen Mensch. Adam, Mensch, bedeutet im Hebräischen eigentlich Anidome, das Wort Adam ist eine Zusammenfügung von Anidome, das bedeutet ich gleiche. Gott sagt zum Menschen, ich gleiche, der Mensch nennt sich ich gleiche. Wen? Einen dem anderen. Keine Blasphemie. Hier ist etwas Gewaltiges für uns mitgeteilt. Es will also sagen, auf diesem Weg gibt es 42 Mal den Menschen, die 42 Generationen, wie die Stationen, der Mensch, der genannt wird, dort ruht es. Dann spricht Gott. Ich will sagen, nicht wo wir Gott sozusagen herbeizwingen möchten, indem wir meditieren oder jetzt sind wir ruhig und heilig, das kann man immer sagen und tun, das ist nicht dagegen zu sagen. Aber das Vertrauen zu haben, dass wir schon in Gottes Bild und Gleichnis
das in uns haben, dieses Nichtbewusste. Wir wissen von dem nichts. Aber es lebt in uns. Dort sind die Wurzeln, wie schon sagte, von Glauben, von Hoffen, von Lieben. Wir kennen also bei uns diese Dualität, wo wir im Fließen der Zeit verzweifelt werden können, planen müssen, rechnen müssen, weil das Kausale zwingt uns dazu. Andererseits wissen wir, es gibt in uns einen Bereich, einen geheimen Bereich, einen jenseitigen Bereich, jenseitig vom Erscheinenden, jenseitig vom Fließenden, jenseitig, weil der Fischer uns gefangen hat, rausgeholt hat aus der Zeit. Von dort her, dazu dieses Bild vom Fischer, von dort her ist in uns auch, lebt in uns das Heilige. Beten ist also auch im Heiligen. Ich sagte vorher, das Beten während des Lebens, im Alltag, in der Verzweiflung, im Glücklichsein, in allem Möglichen, im Tun und Geschehen lassen, aber auch Beten, die wir sagen, in der Kirche oder im Judentum, in der Synagoge, wie man es nennt. Ein griechisches Wort, das Juden selber nicht benutzen, aber das nun mal so existiert, benutzt wird. Diese Beten an diesem Ort müsste doch eigentlich eine andere Bedeutung haben. Ich glaube, es hat die Bedeutung, dass wir glauben und vertrauen, dass das Heilige sich auch hier im Fließen der Zeit manifestiert. Wie das Geschehen der Bibel sich auch nicht nur im Heiligen Geist, im Jenseits darstellt, sondern auch sich manifestiert irdisch im Fließen der Zeit. Dass das Heilige der Moment, der Ort, wo das Heilige da ist, das Heilige mit dem Allerheiligsten und so weiter, das jeder nach seiner Art hat, katholischen so und Protestanten anders. Ich gehe nicht darauf ein, das ist für euch hoffentlich gut bekannt schon, aber dass wir sagen, es gibt auch im Leben den Moment und den Ort des Heiligen. Das Leben ist nicht öde hier uns verlassen, sondern das Leben kennt auch diese Begegnung, das Heilige kann hier erscheinen. Wie Gott nach den christlichen Darstellungen doch auch Mensch und Gott ist, in Jesus. Dass beide Seiten da sind. Wenn man das nur historisch nimmt, ist manchmal, sagt man, ja, das ist zu starr historisch. Aber wenn es gegeben wird im Sinne, dass es ewig ist, dann kann man sagen, dann auch historisch. Dann gibt es in der Zeit auch. Es gibt den heiligen Moment. Erinnern Sie sich, in der ersten Stunde sagte ich, es gibt einmal Ostern im Jahr. Und dann sind es 64 Tage, wo es kein Ostern ist. Einmal den heiligen Ort, aber viele Orte, wo man sagen kann, da fließt die Zeit. Am heiligen Ort kann das Heilige geschehen. Ich spreche zu einer katholischen Gesellschaft, nehme ich an, dann kann man auch sagen, dann ist die Wandlung möglich. Dann ist die Messe möglich. Dann ist etwas da, dass das Jenseitige sich hier manifestiert. Wie sich in jedem Menschen doch auch manifestiert. Das Leuchten des Auges mal. Eine unerwartete Geste der Liebe. Eine Meile, zwei gebe ich dir. Rock, Mantel auf. Mehr, das nie erwartet, schau, ich überrasche dich gerne. Dieses Gefühl, dass es hier nicht eine Verlassenheit gibt, eine Öde, sondern dass es hier auch erscheint. Ich glaube, dann ist das Gebet tatsächlich ein anderer Art Gebet. Dann sagt man zum Beispiel Formeln, bis vor einiger Zeit war es lateinisch und katholischen, jetzt hat es Landessprachen auch übernommen. Egal, kann ich sagen. Aber es ist eine Formel. Nicht ganz egal vielleicht, aber das ist eine Sache, die intern
und sich untereinander so besprochen wurde und so getan wurde. Aber es will sagen, diese Formel ist eine feste Formel. Nicht wie ich es will. Das kann ich jeden Tag tun. Da sage ich, Gott helfe mir, ich bin so allein. Helfe mir, es tut mir so weh. Helfe dem, dem tut es weh, der ist schwer krank und so weiter. Das kann man in allen Art Formen sagen oder nur denken oder verzweifelt schreien oder weinen, je nachdem es einem ist. Aber es gibt auch die Momente, wo wir sagen, jetzt benutzen wir die Formeln, welche aus dem Heiligen kommen. Zum Beispiel Psalmen, zum Beispiel Lesung aus der Schrift oder Formeln, die durch Geschehen in der Welt, im Leben, heiligen Charakter erhielten. Man spürte, hier ist etwas Jenseitiges erschienen, was Großartiges, ich staune, ich kann es nicht erklären, eben nicht erklären, Heiliges kann man eben nicht erklären. Ich weiß nie sicher, ob es so ist, aber ich glaube es. Auch ich glaube es dann. Nicht nur Heiliges, was von der einen Seite kommt und andere Konkurrenz ist nicht heilig. Ich glaube an Heiliges, wo es Heiliges ist. Denn sie glauben, glaube ich es auch. Wenn ich sie gern habe und hoffe, mag mich auch. Ich habe das Gefühl, das ist dann da gut. Dann ist es heilig. Der Moment ist heilig. Und die Worte, die benutzt werden, sind keine Worte, die man kausal gebaut, konstruiert hat, sondern Worte, die zu uns kamen, ich weiß nicht wie, vom Heiligen Geist. Es kam uns wie ein Traum. Es wurde geschenkt, wie ein Dieb in der Nacht. Es wurde uns gegeben. Deshalb ist das Gebet, wie ich schon am Anfang sagte, nicht nur das Reagieren des Menschen im Alltag, wenn im Alltag Beziehung zu Gott sucht, dich nur sehnt, dann kann ein Gebet sogar sein, wenn er grobe Worte ausruft. Und ja, das darf man so nicht sagen, aber es ist eine Verzweiflung, er hält es nicht mehr aus, könnte ein Gebet sein. Es hängt von der Einstellung an, wenn er es sagt, im Sinne, dass es kausal destruieren möchte, vernichten möchte, sage ich dann, hör lieber nicht zu, was der sagt. Lass den, er weiß nicht, was er tut. Aber wenn man spürt, es ist eine Verzweiflung des Menschen, der sich sehnt. Und ein Glück, das er hat. Er sehnt sich, er benutzt vielleicht ein bisschen merkwürdige Worte. Lass ihn so. Ist sein Weg, sein Name. Lass ihn auf seine Art gehen. Aber es gibt den Ort und die Worte, die im Gebet dann festgelegt sind, heilig, weil auch Ostern und Weihnachten und Pfingsten festgelegt sind. Man kann nicht Ostern feiern. Ja, es kommt uns nicht gut aus. Machen wir es im Juni. In der Ferienzeit Juli, da kommt Ostern besser. Da, man kann es schon machen, aber man möchte gerne eine Beziehung haben zu einem Moment, wo das Heilige hier erschien. Und diesen Moment, der weit in der Zeit weggelaufen ist, davon ist. Aber im Ewigen ist er immer da. Im Heiligen Geist ist er immer da. Und deshalb sagen wir, Ostern soll dann sein, Vollmond, Sonntag und so weiter. Im Jüdischen auch Vollmond, aber nicht Sonntag. Das gerade der Tag des Vollmonds. Gleich ist gut. Das ist gut und jenes ist gut. Wenn der Mensch die Beziehung spürt, ist er schon heilig. Man gibt sich hin, man opfert sich, man glaubt das. Es sind gewaltige Qualitäten des Menschen, dass er es tun kann und auch tut. Man kann da nicht zählen, wie viele tun es. Wenn nur einer es tut, voller Hingabe, ist es herrlich für die ganze Welt. Wenn Millionen es tun und eigentlich an kausalem Denken und anderem, vielleicht ist die Quantität da nicht so wichtig. Zählt man es nicht. Im Bewussten zählt das Quantitative. Im Nichtbewussten kann nur das Qualitative zählen. Nur die Qualität, die Intensität. Dort sind die 42 Stationen nicht quantitativ 42, sondern ein Begriff vom Namen Gottes. Eine Qualität, kann man sagen, eine Intensität, ein Erlebnis, eine Erfahrung, ein Großartiges, nicht in Worte zu bringen. Damit sehen wir, wie wir also auch eine Formel im Gebet haben können, welche
auch wenn sie nicht verstanden wird, dennoch die Kraft hat, nicht weil ich es kausal verstehen muss und dann akzeptiere und sage, das gefällt mir, sondern ich bin bereit, mich hinzugeben, aber ich nicht verstehe, ich vieles im Leben nicht verstehe, dennoch bereit bin, es hinzunehmen und mich dem hinzugeben. Nicht aus Überlegung, dass ich sage, das kann, das lohnt sich, sondern das tue ich, weil ich liebe. Weil ich Gott liebe und ich spüre, er liebt mich. Er liebt die Welt. Er ist zu allem bereit, bis ins Letzte. Also hier glaube ich, dass wir im Leben anerkennen sollten, den heiligen Ort, den heiligen Moment und die heiligen Worte auch. Damit nicht alles konstruiert ist, nicht alles langweilig wird, dann weiter fließen muss, weil es Langeweile wird. Die Weile wird zu lange, wo ich dann weilen muss. Es fließt weiter. Ich kann nicht bleiben. Dass hier also beides gibt. Und jetzt möchte ich dann zum Schluss etwas sagen von den Psalmen, von denen ich im Anfang die Übersetzung gab, vom hebräischen Wort Psalmen. Gewiss sind es auch Gesänge. Aber schauen Sie, die Überlieferung will schon gleich, wenn sie von den Gesängen von David spricht, gar nicht sagen, der David war nun ein musikalischer Mensch, ein frommer Mensch, der dann viel erlebt hatte und hat dann Gesänge gemacht. Die Überlieferung erzählt das Folgende. David, wenn er schläft, hängt er seine Harfe am Fenster an der Wand und der Wind aus dem Norden weht durch die Harfe und sie spielt, vor Wind bewegt. Und David im Schlafe hört die Melodien und wenn er wach ist, erkennt er sein Leben der Melodie und spürt den Zusammenhang seines Lebens mit dem Ewigen. Also keine komponierte Melodie, die wir sagen würden. Diese Erzählungen, nahe dem Heiligen Geist, erzählen das, weil sie das andere im Heiligen Geist erlebt haben. Erzählen das. Man kann streiten, ob das Wort genau die gleiche Bedeutung hat oder nicht. Das tut man auch. Man sagt, es ist heilig, nicht Heiliger Geist so, aber es ist etwas. Weil die Psalmen sind Teil der Heiligen Schrift, der Bibel. Und die Geschichten erleben das Ganze aus dem ganzen Erlebnis, dass es heilig ist. Also graduell, aber ich lasse es jetzt außerhalb. Ich erzähle die Geschichten und überlasse es jedem, sie zu nehmen oder sein zu lassen. Man kann sie hören. David, der Name David, bedeutet der Geliebte. Die Übersetzung dort, David genauso geschrieben, man übersetzt auch der Geliebte. Man könnte dann sagen, das Leben des David ist ein Leben, das eigentlich sehr hart ist. Der jüngste Sohn einer Familie und wenn ein König gewählt werden muss, weil ein anderer gehen muss, der Saul, dann werden alle Brüder, die älteren Brüder, herangezogen, also der Jüngste wird einfach vergessen. Der Prophet Samuel muss ihn rufen lassen und erkennt, das ist der König. Wenn er gesagt wird, bleibt der Saul König. Der Saul verfolgt den David. Er muss fliehen, muss sich verstecken, hat viel Elend. Man fragt sich dann, wieso der Geliebte? Und dann, wenn er König ist, Schwierigkeiten, seine Söhne, der eine wird König werden, Absalom, Adonija, vor seinen Schwierigkeiten, mit allerlei, ein schweres Leben, eine Frau, die er liebt, er muss merkwürdiges Verhalten zeigen, der Mann dieser Frau, der Uria, der hat die Frau, die Bathsheba, hat einen Mann, den muss er in den Krieg schicken, damit er fällt, der bekannte Urias Brief. Unverständliches Geschehen. Unverständlich.
ein Sohn wird geboren dort und er stirbt. Aus dieser Ehe mit der Bathsheba. Ein zweiter Sohn, das ist der Salomo, der Sohn. Salomo bedeutet der Vollkommene, der den vollen Frieden hat. Wie viel erlebt dieser David? Voller Geschehen, viel Elend auch, Unverständliches, Fliehen und dennoch der Geliebte. Könnte es bedeuten, dass er gerade so viel leidet, weil Gott ihn so liebt? Wie oft bei Menschen das Leiden zeigt, dass Gott mit ihnen ein Gespräch hat. Der Außenstehende sieht das Leiden oft als Außenstehender. Der Betreffende kann vielleicht im Leiden das Großartigste seines Lebens empfinden. Er spürt die andere Seite, die ewige Seite, und sieht sein Leben nicht nur in fließender Zeit und dann beenden oder irgendwo weitergehen. Man weiß nicht wo, esoterisch, Ektoplasma, weiß nicht, wo das weggeht, parapsychologisch. Nein, das Leben endet hier und lebt im Ewigen. Weil wir jetzt schon im Ewigen leben. Unser Nichtbewusstes ist das Ewige schon. Ewigkeit fängt nicht an, an einem gewissen Punkt. Ewigkeit ist jetzt für uns geschlossen, verschlossen, damit wir bewusst leben, damit wir glauben können und lieben und hoffen können. Wenn wir sehen würden, das Ewige, könnten wir nicht mehr glauben. Wir müssen doch sehen, nicht mehr lieben. Wir schauen alles und hoffen, ich weiß doch schon, wie es geht. Es wird für uns weggenommen, damit wir dieses Großartigste tun können, was ein Mensch tun kann. Gebet in Verzweiflung und Gebet am heiligen Ort mit heiligen Worten. Auch im Lebensalltag kann ich beten mit meinen Worten, wie ich es auch ausdrücke. Aber wissen, ich erfahre im Leben hier das Heilige auch. Ich begegne das Heilige. Entblöße mein Haupt, wenn die Kirche hineinkommt. Das bedeutet, ich spüre aus dem heiligen Ort. Anderen kann man sagen, dort bedeckt das Grab, auch weil es heilig ist. Nicht um zu sagen, ich bin entgegen dem. Ich tue das, weil ich spüre, sonst kann ich unbedeckten Hauptes gehen, jetzt bedecke ich es, weil hier ist es heilig, anders, jenseitig. Das Jenseitige hat nicht die starke Form des Gesetzes, so und nicht so, und nur so, wo Saulus das wollte, sondern hat die Freiheit, die Erlösung von Paulus. Er sagt, kann so sein, es kann so sein, wenn nur deine Intention dorthin ist. Wenn du nur liebst und glaubst, dann geht's doch. Deshalb kann man im Gebet so sein, wie man will, aber man spürt ein heiliger Ort und heilige Worte. Und diese Worte der Psalmen sind eben Worte, wie ich erzählte, auf eine Melodie gebaut, die nicht die Melodie ist, sagen könnte, das haben wir eine Rolle gefunden mit einer Art alten Notenschrift und jetzt wissen wir die Melodien, wie sie damals gesungen wurden. Ich muss sagen, es wäre mir egal, wie sie damals gesungen werden. Ich möchte sie singen, nicht, dass ich so Melodie habe, sondern spüre, das ist das Lied meines Lebens. Davids Tanzen ist der Tanz meines Lebens. Denn man kann schon sagen, wir haben im Judentum eine Überlieferung, wie man das singt. Wenn man die Bibel singt, gibt es eine Art Zeichen, womit man singen kann. Sehr arbiträr. Der eine singt ein bisschen so, die Töne sind dort so, dass man nur den Satz kennt und Komma kennt, Fragezeichen kennt, aber weiter die Melodie ist ziemlich frei. Ich will nur sagen, es gibt im Leben die Freiheit und doch die Gebundenheit. Die Melodie bindet, die Freiheit ist doch auch da. Es gibt den Moment des Heiligen und den Moment, wo ich sagen kann, jetzt fließt die Zeit, der Zug durch die Wüste geht, die Kinder von Levi tragen die Wohnung Gottes bei sich, mit sich mit. Sichtbar ist sie aber nicht.
beide Seiten des Lebens. David, der Geliebte, ist deshalb der Geliebte, weil er sein Leben mit all dem Leid hinnimmt, nimmt, wie es ihm gegeben wird. Denn es ist eine sehr große Sache, der Geliebte zu sein. Der Liebende zu sein, kann man sagen, ist schön. Ich liebe dich, ich schenke es dir, kannst mal ablehnen, aber ich bin derjenige, die Quelle, ich liebe dich. Aber jetzt sagt Gott, ich liebe dich, der Name ist David, der Geliebte. Und du leidest während deines Lebens. Und dennoch heißt du der Geliebte. Dennoch drückst du dein Leben aus in ein Glücksgefühl der Psalmen. Ja, Hasspsalmen auch, Verzweiflungspsalmen auch, aber Glückspsalmen auch, alle Arten. Das ganze Leben ist dabei, mit einbeschlossen. Wenn nicht mal Hass auch wäre eine Verzweiflung, dann wäre es nicht echt. Der Moment, wo man sagen kann, warum bin ich jetzt verlassen? Wozu? Zu welchem Zweck? Kann dieser Kelch nicht vorübergehen? Bedeutet, durch Verzweiflung, der Moment, ich spüre und ich möchte so jetzt schon haben und doch scheint es nicht und ich gebe mich dem hin. Ich bin der Geliebte. Deshalb heißt der Messias, welchen Namen er auch sonst trägt, immer der Sohn Davids. Der Sohn, nach dem Hebräischen, gebaut aus. Sohn, Ben, kommt vom Bonnet, vom Bauen. Das, was sich hier baut, vom Jenseitigen. Der Vater, der Jenseitige, das Jenseitige, wenn wir wollen. Der Sohn, das hier vom Jenseitigen Gebaute, Gezeugte. Deshalb heißt er immer der Sohn Davids. Im Jüdischen hat der Messias verschiedene Namen. Auch dort kann man nicht sprechen von einem Messias, der nur in Zukunft kommt, da wäre er im Zeitstrom nur künftig. Ewig ist er. Man anerkennt den Sohn Davids ewig. Er kann auch im Vergangenen gewesen sein. Natürlich, selbstverständlich, das wäre nicht ewig. Ja, nur mal einen Punkt einmal. David heißt er Vater, der Geliebte. Was aus ihm hervorkommt, gebaut wird durch das, der Sohn Davids, das ist das Entscheidende. Der gelitten hat, aber das spürt, ich bin doch der Geliebte. Und wie auserwählt der Geliebte, ich bin dein Sohn, direkt von dir, spürt man. Ich bin einmalig, weil ich so gelitten habe und das ist mein Vater. Hier sehen wir nicht ein Vater David, dann der Vater, Gott der Vater überhaupt, der Sohn überhaupt. Und wir wissen, der Vater Gott und der Sohn, der von Gott hier erscheint. Und deshalb sind die Psalmen von David so wichtig und spielen auch eine große Rolle. Ostermesse ist oder sonst, die Psalmen sind sehr wichtig, weil man damit nicht sagt schöne Worte, sondern man spürt, dieses Heilige von David, dem Vater des Messias, der hier erscheint, wie der Sohn Davids deshalb heißt, diese Worte sind gegeben, sind heilig. Und diese Worte benutze ich. Kann meine Worte auch benutzen, anders mal, jetzt benutze ich diese Worte. Sie enthalten das ganze Leben. In jedem Moment. Man soll nicht sagen, ich will nur die Glückspsalmen lesen, die freudigen. Alle 150 kann man lesen. Wir sagen, hier ist das volle Leben da. Nicht verständlich, aber man hat reagiert. Ich werde geliebt, das weiß ich. Und wenn ich es leide, dann weiß ich, es ist zu mir auferlegt worden, weil ich auserwählt bin. So geliebt werde ich, dass ich sogar leide. Wie man sagt von den Patriarchen,
Es war manchmal kein leichtes Leben. Auserwählt, aber sie leiden oft. Sohn verschwindet, wird verkauft, kommt wieder zurück. Schwieriges Leben von einem Ort zum anderen. Aber sie sagen, wir sind auserwählt, Gott liebt uns so und zeigt es so, wir sind im Gespräch mit Gott. Man sagt, der Esau zum Beispiel, der leidet, ja, der Segen, den er nicht bekommt, aber er kommt in sein Land Seir und lebt dort und hat gut. Wenn Jakob und Israel leidet, das, ja, schau, der erlebt nichts, du erlebst etwas Gewaltiges. Esau ist nicht im Leben des Menschen etwas Verdammtes, Wegzuwerfendes. Esau ist nach dem Bild der Überlieferung für uns das Erscheinende im Fluss des Fließen der Zeit. Und Jakob ist für uns das aus dem Wasser geholte. Diese beiden Seiten, diese Zwillinge, sind das. Wenn man lebt in fließender Zeit, kann man sich arrangieren schon, adaptieren, kann es gut gehen. Aber ich habe ein Leben ohne Auserwählung. Ich bin nicht der Geliebte. Der Geliebte nimmt das Leben hin und dann sagt dennoch, ich bin der Geliebte. Beten heißt also, im ganzen Alltag sich im Bilde und Gleichnis Gottes spüren und nicht sagen, ich bin hier nur im Alter, muss nur etwas tun, leisten, damit ich mein Einkommen bekomme. Ja, sogar das tust du, aber auch das sei für dich etwas Gewaltiges, weil du spürst, hier kann ich, weil ich im Alltag lebe und nicht sehe, glauben. Ich kann im Alltag leben und nicht einsehen, wie es ist, wie die Folgen sind, und ich kann lieben und ich kann hoffen. Das ist groß im Alltag. Und ich weiß im Alltag, das Heilige begegnet mir auch. Ich bin imstande, einen Ort zu finden, sei Kirche, sei Synagoge, ein Ort, wo man zusammen ist, in einer Stube, wo man betet, sich zusammen trifft, ein Ort, wo man hinfährt, Wallfahrt, man ist zusammen dort, ein heiliger Ort. Ob man trenne, unterscheide einerseits das Heilige und das Profane, wisse aber, dass man selber vereint durch seine Anwesenheit, durch seine Existenz, das Heilige mit dem Profanen. Denn ich bin als Mensch heilig und profan. Ich bin das Jenseitige im Heiligen und das Diesseitige im Profanen. Ich bin der Fisch, der gefangen wurde und zur Mahlzeit diente bei Messias, und ich bin der Fisch im Wasser. Nicht entweder oder. Als Mensch stehe ich in beiden Situationen. Und deshalb möchte ich Sie bitten, beten immer zu sehen, als in beiden Situationen. Nicht nur sagen, es ist heilig, sondern das Beten auch sehen im Alltag. Das Heilige wäre sonst nicht heilig mehr. Wäre auch eine Art anderer Alltag. Die Bibel ist heilig, bedeutet, sie lebt anderswo, bei Gott. Das Wort ist bei Gott. Aber es erscheint hier, in der Botschaft, im Fleisch, im ganzen Geschehen hier. Und permanent, wo das Historische ohne weiter akzeptiert werden kann. Aber nicht, wenn nur das Historische wäre. Ich hoffe, Sie verstehen diese beiden Seiten. Und das Beten also unser ganzes Leben enthält. Wenn wir einfach leben und das Leben erleben, wie David es erlebt, nach den Vorstellungen des Geschichtlichen, da sagen wir, dann habe ich das ganze Leben gelebt, habe gebetet, aber ich weiß auch, der David kennt die Wohnung Gottes, kennt die Bundeslade, kennt das. Es ist so und so an beiden Seiten. Ich hoffe, dass diese Mitteilungen für Sie genügend sind, dass Sie spüren, dass sich hier um etwas handelt, wo es den ganzen Menschen anbetrifft. Wo Heiliges und Profanes durch uns verbunden werden. Und wir deshalb eine große Verantwortung haben. Gott wartet auch auf uns, wie wir auf ihn warten. Die Liebe des Menschen zu Gott ist frei, weil wenn sie auch ein klein wenig programmiert wäre, wäre die Liebe keine Liebe mehr. Wäre ein mechanischer Ablauf wäre es.
Es hängt von uns ab, ob wir Gott lieben. Alles ist, könnte man sagen, bedingt, vorbedingt. Nur die Liebe zu Gott nicht. Das sei etwas für uns, das Gefühl im Leben, nun lebe ich als etwas ganz Wichtiges. Ein Auserwählter lebe ich jetzt, weil man auf mich wartet. Ich hoffe, dass Sie das auch spüren und Sie in Ihrer Welt mit mir in meiner Welt eine Einheit bilden, Gott gegenüber. Wir sind alle Kinder Gottes und alle haben den gleichen Vater und den gleichen Erlöser. Dass Sie hier nicht das Gefühl haben, eine Konkurrenz eines Besserwissens. Hier ist etwas, eine Einheit da und in dieser Einheit, hoffe ich, können wir uns treffen und miteinander zusammen sein. Denn nur so ist das Leben wert. Nur so lieben wir Gott, indem wir die Einheit anerkennen. Ich spüre, die anderen taugen nicht. Taugt Gott in der Welt nicht, was darf da geschehen? Doch Menschen mit Sehnsucht, mit Leid, mit Freude. Ich hoffe, dass in diesem Sinne in Zukunft, wenn Sie beten, an diese Mitteilungen über Gebet auch hier und da mal denken, oder dass eine Saat in Sie hineingegangen ist, dass sie bei euch keimt und hervorkommt. Jedenfalls, dass diese Mitteilungen über Gebet bei Ihnen bleiben. Das möchte ich dann hoffen und bitten.